Kreuzig Gaming ist am Start, heute mit einem kurzen Informationsvideo für euch. Und zwar geht es heute um den neuen Formel 1 Wagen, den Progen PR4. Wie ihr wahrscheinlich schon alle mitbekommen habt, ist der jetzt aktuell im Casino auf dem Podium erhältlich. Da steht das gute Stück. Und ja, den könnt ihr jetzt aktuell gewinnen, wenn ihr am Glücksrad dreht, wenn ihr viel, viel Glück habt. Ansonsten müsst ihr euch leider noch etwas gedulden. Rockstar hat jetzt bekannt gegeben, dass der Progen PR4 jetzt halt im Casino auf dem Podium erhältlich ist, aber dass er dann ab Donnerstag, dem 27. Februar, endlich mit dem neuen Update rauskommt und dass er dann auch bei Legendary Motorsports erhältlich sein wird. Preislich wird er sich ungefähr bei 3,5 Millionen GTA-Dollar einpendeln. Ist natürlich schon eine Hausnummer, gar keine Frage. Eins der teuersten Fahrzeuge dann in GTA 5. Aber ich glaube, der lohnt sich. Und ich persönlich finde es halt richtig geil, dass man dann mit so einem Formel-1-Wagen jetzt endlich mal durch die Stadt ballern kann. Der fährt echt geil. Ich finde den Sound finde ich cool. Der knallt auch richtig. Und ja, Kurvenlage und so weiter ist halt mega geil. Ne? Ist halt ein Formel-1-Wagen. Ist halt wirklich im Moment noch ein bisschen blöd. Ich denke mal, das juckt in den Pfoten bei den Leuten, die jetzt aktuell nicht so viel Glück hatten und da hinten am Glücksrad gedreht haben, beziehungsweise die nicht so viel Glück hatten und dann den Wagen gewonnen haben. Ich kann euch nur die Daumen drücken und ja, ich würde sagen, dreht weiterhin am Rad. Ansonsten spätestens Donnerstag ist es soweit. Rockstar hat es veröffentlicht und Rockstar spricht dann von einer Open Wheel Serie. Das heißt, wir können wahrscheinlich von einer Serie ausgehen, wo dann halt mehrere Fahrzeuge veröffentlicht werden. Was natürlich auch cool ist, es wird dann wahrscheinlich auch mehrere coole Rennen geben, wo man dann halt auch richtig Formel 1 Rennen fahren kann. Das finde ich schon, ist spannend und da gibt es dann endlich mal wieder was Cooles Neues. Ansonsten, ich habe jetzt den Wagen schon parat. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal raus und dann könnt ihr schon mal einen kleinen Eindruck gewinnen von dem Formel 1 Wagen. Da steht er, der Flitzer. Also ich finde sowohl, wie gesagt, Sound als auch Lenkung und so weiter ist alles mega geil. Also so ein Handling wüsste ich jetzt nicht, dass es da schon irgendein Auto ansatzweise gibt in GTA. Immer wenn man vom Gas geht, knallt er einmal richtig. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, wenn ihr den linken Stick drückt, also L3, dann kriegt ihr einmal so einen Nussschuh. Wenn ihr dann aber vom Gas geht und so ein bisschen rollen lässt, seht ihr unten links diesen gelben Balken. Der lädt sich dann halt wieder auf, so wie das auch bei verschiedenen Fahrzeugen ist, die da auch so einen Nussschuh, haben. So, wie gesagt, Balken voll, dann könnt ihr wieder Vollgas geben. Hoppala, wo fahren die denn hier? Meine Güte. Ja, moin. Hoppala. Eine kleine Pirouette. Ein für die Fans. So, wir fahren jetzt einmal zum Los Santos Customs. Und dann zeige ich euch einmal, was ihr da vielleicht optisch auch noch ein bisschen verändern könnt. Ist jetzt natürlich nicht die Welt. Ihr könnt da jetzt keine 500 Zoll drauf knallen. Aber die Farbe könnt ihr ändern. Die Bremsen und so weiter. Motorleistung könnt ihr tun. Da ist alles wie gewohnt. Ja, Spoiler und so weiter, da könnt ihr jetzt keine Pommes-Theke draufknallen, wie sonst, hier so einen halben Strommast oder so, aber so, paar Sachen gehen auf jeden Fall. Panzerung, Karosserie, bei der Karosserie, da sind nur ein paar Kleinigkeiten, so wie ihr vielleicht sehen könnt, dann fehlt hier irgendwo mal eine Verkleidung oder da mal eine Verkleidung, da könnt ihr dann mal so einen Kühler sehen, da brauche ich jetzt nicht großartig drauf eingehen, ist halt, wie gesagt, nicht viel, was man da machen kann. Auspuff ist auch nur eine Variante, und zwar der Turbo-Auspuff, was man jetzt nicht wirklich sieht, nur beim genaueren Hinsehen sieht man da unten den Unterschied. Ansonsten, ja, Sprengstoff, hier haben wir Designs. Ich denke mal, Design ist bei so einem Formel 1 Wagen nicht so ganz unwichtig. Einmal könnt ihr auswählen kein Design, dann könnt ihr halt einfarbig den Wagen halt nur lackieren. Dann haben wir einmal Jakeys Lager. Dann haben wir Sprung, dann haben wir Team Lizard, Dusche Racing, Team Broken Dinka, Pisswasser Racing, Atomic Racing,
Tenshun Motorsports, Estancia Tobacco und zu guter Letzt Redwood Racing. Das waren so die Designs. Kann man natürlich dann die jeweiligen Designs nehmen und dann halt eine andere Lackierung. Da könnt ihr auch nochmal ein bisschen individualisieren. Ansonsten, ja, könnt ihr halt auch einen Spoiler ein bisschen ändern. Ist aber halt auch nicht die Welt. Da könnt ihr sehen, da sind nur minimale Unterschiede hier. Und dann halt wie auch gewohnt Getriebe, Turbo, ja, Reifen und Felgen. Auch bei den Felgen ist jetzt nicht so viel los. Mit Fenster ist dann vorne die kleine Scheibe da gemeint, diese Windschilder. Die kann man dann hier auswählen. Da gibt es dann halt nur ein paar kleine, entweder gar keins oder eine kleine Lippe. Oder halt hier diesen erhöhten Windabweiser. Das war es eigentlich auch schon im Prinzip von den Möglichkeiten, die ihr in Los Santos Custom habt mit dem Progen PR4. Ansonsten drücke ich euch auf jeden Fall weiter in die Daumen, dass ihr natürlich jetzt schon in der Zwischenzeit am Glücksrad dreht und dass ihr den Wagen gewinnt. Der Wagen ist eigentlich wirklich mega geil und ich bin gespannt, was Rockstar sich da überlegt hat, was bei dieser Open Wheel Serie noch alles kommt. Also ich sag mal, die Leute, die jetzt noch kein Abo dagelassen haben, ihr könnt gerne ein Abo dalassen. Da werdet ihr auch wahrscheinlich den einen oder anderen Livestream nicht mehr verpassen, den ich dann auch machen werde. Danke an die bisherigen Abonnenten und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Ich bin erstmal raus. Haut rein, bleibt sauber. Ciao. Better watch your friends, they quick to turn the odds.